Hallo Waage und herzlich willkommen zum Dezember-Orakel. Wir schauen rein in die Karten und gucken mal, was der Monat für den einen oder anderen ja so parat hält. Seid ihr bewusst, es ist eine kollektive Legung. Sie kann auf dich zutreffen, sie muss aber nicht auf dich zutreffen. Und falls du eine private Legung möchtest, dann schau gerne in die Infobox. Dort stehen alle weiteren Infos. So, jetzt starten wir erstmal mit der Grundenergie für die Waage im Dezember. Liebes Universum. Was ist hier wichtig für den einen oder anderen zu wissen? Was ist wichtig? Ja, manchmal müssen die Karten sich erst sortieren, das ist so. Sie fallen, wenn sie fallen, ein bisschen Geduld. Die Schlange. Eine Verwicklung, eine Verengung, eine Komplikation, vielleicht aber auch Heilung einer Thematik, weil die Schlange auch die Heilerin darstellt. Eine weise Frau, eine alte weise Frau, die dir einen Ratschlag gibt. Ich bin eine alte weise Frau und gebe dir einen Ratschlag. Das haben wir schon mal geklärt. Du hast das Video von Cheyenne geguckt. Da ist das Schiff. Ja, das Schiff. Hier liegt ein bisschen Sehnsucht drauf, ne? Etwas aus der Ferne bewegt sich langsam auf dich zu. Beziehungsweise kann es natürlich auch deine persönliche Seelenreise sein, deine Weiterentwicklung. Ja, und dafür musst du das Tau natürlich auch erstmal vom Steg lösen, damit du weiterreisen kannst, ne? Etwas lösen. Das ist die Schlange. Das Schicksal, Karma, Belastungen, eine Entscheidung möchte getroffen werden. Vielleicht sogar altes Karma aufgelöst werden. Mal gucken, da sind zwei rausgefallen. Ja, die Blumen, Harmonie, Freude, Versöhnung fallen hier auf das Buch. Ja, ein neues Kapitel in deinem Leben. Etwas, was noch verborgen ist. Das ist ja auch so, ne? Wir wissen ja, auch wenn wir ein bisschen in die Karten gucken können und ein bisschen in die Zukunft schauen können, wissen wir ja trotzdem nicht, gehen wir wirklich diesen Weg, der hier gezeigt ist, oder gehen wir einen ganz anderen Weg? Eine Runde durchs Labyrinth zum Beispiel. Also hier liegt eine Verabredung drauf, möglicherweise ein Date, eine Einladung auf jeden Fall. Und eben das neue Kapitel, was jetzt eröffnet werden möchte, dein neuer Lebensabschnitt. Dann haben wir hier noch die Eulen und die Zeit. Ja, Eulen, Umfeld, Kommunikation. Vielleicht wird dir dein Umfeld etwas mitteilen oder du teilst deinem Umfeld etwas mit. Und eine hätte ich gerne noch für die Waage. Kommunikation, Brief, Verträge, sich etwas Unbewusstes bewusst machen. Wir gucken rein ins Tarot. Liebes Universum, was kriegen wir hier zur Schlange? Löst sich hier schon der Knoten? Ja. Ein endgültiger Schlussstrich hier. Und wir haben den Stabkönig. Trennst du dich hier von einem Menschen in deinem Umfeld? Ich frage mal rein. Trennst du dich hier von einem Menschen? Die Zwei der Schwerter ist ein Vielleicht. Hier liegt Trickserei und Täuschung drauf. Ich würde fast sagen, wir haben hier einen Wolf im Schafspelz liegen. Auch wenn er hier eigentlich, also das Gegenüber hier eigentlich positiv liegt. Ne? Liegt nicht kopfüber, sonst hätte ich direkt gesagt, okay, du trennst dich hier von jemandem. Die Zwei der Schwerter ist aber auch Unehrlichkeit, Bindungsangst. Entweder hast du Bindungsangst oder das Gegenüber hat Bindungsangst oder ihr habt sogar beide Bindungsangst. Ja. Dann hätte ich gerne noch eine weitere Karte zu. Was fällt denn hier auf den Kopf? Ja, fragliche Intention. Das ist natürlich eine Karte, die ist für dich gemeint. Die Hohepriesterin auf dem Kopf verschweigt ihre Motive, ist im Misstrauen, ne, hat Angst vor ihren Möglichkeiten, hört nicht so wirklich auf ihre Stimme. Ja, ist so ein bisschen im Mangel der eigenen Spiritualität. Was sich hier, wie gesagt, zeigt, ist, du trennst dich hier von einem Menschen. Ja,
aufgrund von Bindungsangst. Möchtest aber, und das ist jetzt für einen kleinen Teil auf jeden Fall wichtig, verschweigst deine Intention, verschweigst deine Motive. Warum, wieso, weshalb? Ja. Ob die Gegenseite jetzt auch tatsächlich die gleiche Energie in sich trägt von Bindungsangst? Ja, wie gesagt, es kann beidseitig sein. Auf jeden Fall ist das hier der Knoten, der gelöst werden darf. Und deswegen geht es hier auf die Reise. Da haben wir ja eine weitere Chance. Ich bin gespannt, was sich zeigt. Du bist noch nicht bereit, in dieser Situation in ein neues Kapitel hineinzugehen. Irgendwas engt dich ein an diesen Menschen. Ja? Du fühlst dich nicht wohl. Vielleicht liegt es daran, der Stabkönig ist immer das Feuer des Feuers. Jemand, der sehr autoritär ist, die geborene Führungsperson ist, jemand, der sehr leidenschaftlich sein kann, ne? Kann natürlich auch feurig sein im positiven Sinne. Und ja, weil du hier gerade noch so ein bisschen strugglest, begibst du dich auf die Reise. Okay. Manchmal soll es einfach auch nicht sein, das ist in Ordnung. Wir haben hier also am Anfang eine kleine instabile Waage liegen. Ja, Verstand gewinnt die Oberhand und das Gefühlsleben, weil die hohe Priesterin ist ja auch dem Wasser zugeordnet und dem Planeten Mond. Ängste, Sehnsüchte, ne? Wünsche. Die Gefühle sind hier gerade so ein bisschen ausgeblendet. Also rauf aufs Wasser, Seelenreise, Sehnsüchte. Was kriegen wir hier zum Schiff? Ja, Herzilein, nimm doch mal dein Versteck runter. So kannst du ja gar nicht sehen, oder? Versteck dich nicht. Du schmeißt dich hier in Arbeit, bist im Stress. Ja, guck mal, da fällt auch schon der Mond auf dem Kopf. Bist im Stress, denkst dir so, ach komm, ich nehme hier einfach viel zu viel vor. Nimm dir mal so ein bisschen die Last von den Schultern. Ja, jetzt fällt dir der Mond auf den Kopf und das ist nun mal leider so, wie ich sagen muss, deine Ängste, die dich blockieren. Ja, dadurch entstehen natürlich auch Fehlinterpretationen. Das heißt, du nimmst die Vibes auch ganz anders wahr, die von der anderen Seite kommen, von einem Gegenüber kommen. Und hast folglich auch Schwierigkeiten, Realität und Illusion zu trennen. Ja. Entschuldigung. Da ist natürlich auch die Gefahr der eigenen Täuschung da. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du hast hier diese 10 Stäbe hoch und du sagst einer anderen Person, mir geht's wunderbar, aber eigentlich laufen dir dahinter die Tränen runter. Die Person, die vor dir sitzt, die sieht das natürlich nicht. Aber die kullern die Tränen. Und dafür ist diese Seelenreise einfach auch wichtig, weil du hast eine Sehnsucht. Was kriegen wir hier noch zum Schiff? Und das Schiff ist ja nun mal auf Wasser unterwegs, ne? Führt kein Weg dran vorbei. Dein Schiff ist auf Wasser unterwegs. Da führt kein Weg dran vorbei. Hier liegt deine Ganzheit drin. Liebe Waage, Wasser gehört genauso zu dir wie zu jedem anderen Sternzeichen auch und Menschen auch. Deine Gefühle, deine Emotionen sind letztendlich der Treibstoff, der dich am Leben hält, der dich weitergehen lässt, der natürlich auch entscheidet, gehst du hier in eine Verbindung rein oder nicht, ja? Und wenn wir jetzt jemanden haben, der ein bisschen leidenschaftlicher ist und eher ein Gentleman ist und dir zugetan ist und du dich sofort eingeengt fühlst, dann ist auf jeden Fall so ein bisschen und deine emotionale Seite auf dem Trockendock. Und naja, mir brauchst du nichts erzählen, ich bin auch Luftzeichen. Und ich habe mich auch früher eingeengt gefühlt, wenn jemand ein Gentleman zu mir war. Und habe gesagt, sag mal, spinnst du noch ganz? Ja, ich kann das auch alleine. Heute bin ich aber in meiner emotionalen Intelligenz drin. Und heute fühle ich mich geehrt, wenn jemand Gentleman zu mir ist. Ja, zuvorkommend ist. Hier liegt die tiefe Verbundenheit drin.
Die 10 der Kelche ist natürlich auch das Gefühlshoch, die Hochzeit, sagt man ja auch. Und die Harmonie mit der Gemeinschaft. Und in Harmonie mit der Gemeinschaft kannst du ja auch nur sein, wenn du emotional verfügbar bist. Ja, also auch bei euch, ich hatte das bei irgendeinem Sternzeichen auch schon, ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ich glaube, die Zwillinge. Ich glaube, das waren die Zwillinge. Die waren auch so ein bisschen Trockendock-mäßig unterwegs. Und Zwillinge sind ja auch, man sagt ja zwei Gesichter, die Waage hat zwei Seiten. Ihr schwingt hier so in einer ähnlichen Energie tatsächlich. Die 10 der Kelche ist aber auch die große Liebe und emotionale Sicherheit. Ja, und wenn du dir deine eigenen Emotionen rausnimmst, deine eigene emotionale Sicherheit rausnimmst, dann bist du nicht in Balance. Ja, Herz und Verstand muss im Einklang sein, weil auch nur dann bist du in der Lage, auf deine innere Stimme zu hören. Ansonsten schenkst du deiner inneren Stimme keine Beachtung und bist die ganze Zeit im Verstand und dein Kopf redet mit dir, nicht dein Bauchgefühl. Also kommen wir jetzt hier zu den Belastungen. Karma, neue Wendung. Ja, eine neue Entscheidung treffen. Der Magier fällt auf den Kopf. Ungenutztes Potenzial. Auch wieder fragliche Intentionen. Bist aber bereit, jetzt wieder Fleiß an den Tag zu legen und eine positive Lösung zu finden. Ich habe das Gefühl, diese Entscheidung hat ein bisschen mit der Arbeit zu tun. Nicht nur, weil hier die 8 der Münzen rausgefallen ist, die Talent- und Fleißkarte, sondern dass, ja, wie soll ich das am besten sagen? Dass das, was dich hier abgelenkt hat, auch so ein bisschen in Sachen Arbeit immer wieder ablenkt. Der Magier auf dem Kopf ist ja auch so eine egozentrische Energie, eine ideenlose, blockierte Energie, ne? Unverbunden mit dir selbst, unorganisiert, während es hier ja wieder organisierter losgeht. Du warst ein bisschen im Chaos. Nicht erst seit gestern, auch nicht erst die letzten Wochen, ein bisschen länger warst du im Chaos. Wusstest nicht genau, wohin du solltest. Und jetzt machst du hier eine Entscheidung, die für dich lebensverändernd ist. Nicht nur auf der privaten, sondern auch auf der beruflichen Laufbahn. Du analysierst hier, gar keine Frage, planst deinen nächsten Schachzug. Und der Ritter der Schwerter ist eine sehr, sehr schnelle Energie und vor allen Dingen auch eine mutige Lösung, die du hier findest. Ja. Ich weiß nicht warum, mir fällt gerade der Zeitfaktor hier dazu ein. Es ist, ich glaube, Mitte Januar bis Anfang Februar. Wenn ich es recht in Erinnerung habe. Und der Ritter der Schwerter sagt, lege jetzt wieder mehr Ehrgeiz und Strategie an den Tag. Nur so kannst du jetzt wirklich dein Schicksal in eine neue Bahn lenken. Und es möchte ja hier in etwas Neues reingehen. Wir gucken mal auf das Buch und auf die Blumen. Da liegst du als Herrscherin, ja, zurück in deiner weiblichen Energie, im göttlich-weiblichen, in der Schönheit. Geduldig pflegen gilt natürlich auch für dich als Mann. Ja, die weibliche Energie ist bei einem Mann genauso präsent wie die männliche Energie bei einer Frau. Ja. Natürlich gehen wir im Laufe des Lebens und auch des Jahres und auch situationsabhängig mal mehr in die eine Energie, mal mehr in die andere Energie. Die Herrscherin ist aber Gefühl, Liebe, Heilung, Fruchtbarkeit, Harmonie, Kreativität. Und die Herrscherin ist natürlich auch eine Person, die macht sich schick. Ja, nicht nur unbedingt jetzt für ein Date, sondern auch für sich selbst. Aber sie möchte sich selbst gefallen, sie möchte sich wohlfühlen, sie findet sich schön, sie takelt sich auf und möchte natürlich dann auch bei einer anderen Person in gewisser Weise glänzen und zeigen, was sie hat. Sie ist die Herrscherin. Was ist eine Herrscherin? Also für mich ist eine Herrscherin anmutig, grazil, elegant, ruhig. Eine Anführerin. Ja, das ist für mich die Herrscherin. Sie plant,
sie aktiviert sich. Hier gibt es unglaublich gute Nachrichten. Hier ist auch der Erfolg drin. Ja, das heißt, auch wenn wir hier noch nicht wirklich so jemanden sehen, ist hier dennoch in gewisser Weise neue Balance da, neue Harmonie. Ja, bereit, in ein neues Kapitel zu gehen. Sechster Stäbe sind Erfolg. Sechster Stäbe heißt, du bist im Einklang mit deinen Stärken und deinen Schwächen. Und jeder Mensch darf Stärken und Schwächen haben. Und das macht einen Menschen ja auch aus. Stell dir mal vor, du wärst nur stark. Oder du wärst nur schwach. Gibt's das überhaupt? Gut, es gibt Menschen, die reden sich ein, dass sie nur schwach sind, dass sie keine positiven oder starken Eigenschaften haben. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die reden sich ein, sie sind die Götter per se. Ja, da gibt es keine Schwäche. Doch, jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Jeder. Ja, und das ist der Einklang und das bringt einen Menschen auch in Erfolg. Der Unterschied ist, ein Mensch, der eine Schwäche hat und um seine Schwäche weiß, der kann es positiv für sich nutzen und der ist auch nicht beeinflussbar, manipulierbar oder lässt sich von der Schwäche runterziehen. Ja? Du weißt, du hast da ein Defizit und du findest Wege, dieses Defizit vielleicht sogar auszubauen, zu umgehen, Lösungen zu finden, um dagegen zu kommen. Bestes Beispiel ist, sagen wir mal, du hast den Fuß gebrochen. Du kannst auf dem Fuß nicht laufen, du hast ein Defizit. Was nimmst du? Eine Krücke. Ja, ist so. Und zack, kannst du wieder laufen. Zwar mit Anstrengung, aber du kannst laufen, kommst vorwärts. Das heißt, deine Schwäche blockiert dich nicht, wenn du ein Hilfsmittel benutzt. Ja, ist so. Es ist in dem Moment keine Schwäche, sondern du findest eine Lösung. Ein anderer Mensch würde sich zum Beispiel dann aufgeben, würde sagen, okay, ich bleib jetzt die nächsten 6 Wochen einfach nur noch im Bett liegen. Ja, faul, sitz mir den Arsch platt, guck Netflix und chill und lass mich von vorne bis hinten bedienen. Wenn der Mensch dann wieder aufsteht, dann muss er wahrscheinlich erstmal wieder laufen lernen. Ja. Zumal es nicht gut ist, 6 Wochen lang nur zu liegen, ohne bestimmte Substanzen zu sich zu nehmen. Ich rede hier von Thrombosehämmern zum Beispiel, Blutverdünnern. Hier ist, wie gesagt, dieser Einklang von Stärken und Schwächen und eben auch die Motivation vorhanden, ein Defizit auszugleichen, dich nicht mehr davon runtermachen zu lassen. Ja, und das sorgt hier in gewisser Weise auch für Anziehung. Die 2 der Kelche. Die Karte der Bindung, des Vertrages, der Seelenverbindung, einer wichtigen Begegnung. Ja, einer harmonischen Beziehung, verbundene Herzen, Seelenverwandtschaft, auch Heilung einer Beziehung, ja, eine erfüllte Liebe, eben eine engagierte Intuition, Vereinigung, Dualität, Herzensentscheidungen. Das heißt, wir haben hier sogar ein Treffen liegen mit den Blumen. Und das sorgt bei dir für ein neues Kapitel, weil hier ist Anziehung, hier passt's. Ich frag mal rein, ist es ein neues Gegenüber, eine neue Bekanntschaft oder ist es vielleicht sogar der Stabkönig? Ist das hier eine neue Bekanntschaft? Die 4 der Kelche, ein vielleicht. Ja, ein vielleicht. Es ist eine Phase der Reflexion. Natürlich, das vielleicht deutet ein bisschen darauf hin. Es kann sein, dass du, bevor du dieses Treffen eingehst, mit potenziell jemand anderes nochmal darüber nachdenkst, den Stabkönig zu kontaktieren, der hier rausgefallen ist. Ne? Kann durchaus sein. Das ist hier so ein bisschen Reflexion. Nichtsdestotrotz, hier ist ja ein relativ schneller Wandel, eine schnelle Veränderung drin, dass eben diese Anziehung, die vorhanden ist, natürlich in gewisser Weise wieder eine Prüfung ist. Schaffst du es diesmal aus deiner vermeintlichen Bindungsangst heraus? Weil hier ist ja Bindung drin. Ja? Wir gucken mal auf die Eulen und die Zeit. Die Mäßigkeit. Auch hier geht es um Dualität und Vereinigung. Ja, die goldene Mitte finden zwischen Wasser und Feuer, zwischen Leidenschaft, dem Ruf deiner Seele und dem Ruf deines Herzens. Die Führung übernehmen, Harmonie schaffen. Da haben wir die Karte der Vergangenheit, aber auch Genuss und Freude.
und der Tod. Loslassen, Abschied nehmen, rein in einen neuen Zyklus. Ich weiß nicht, warum hier die Kommunikation mit der Vergangenheit ist. Liebes Universum, die Zeit ist reif für neues Gleichgewicht, fürs Abschied nehmen. Das Ding ist, was mir gerade reinkommt, das wird für einen kleinen Teil eine Rolle spielen, ist vielleicht auch die Angst, einem Ex-Partner, ja, mit dem du noch bewandelt bist, weil zum Beispiel Kinder eine Rolle spielen, diesen Menschen mitzuteilen, hey, ich habe hier Gefühle für jemanden. Hallo Maxi. Ja, für alle, die neu sind, Maxi ist unser Gegenüberkater. Der kommt immer oder fast immer zu 99%, wenn ich von einem Gegenüber spreche. Ja, setz dich schon, mein Schatzi. hier ist so ein bisschen diese Energie drin, weil die Eulen auch der kleine Kummer darstellen. Du möchtest wieder glücklich werden und da triffst ja hier auch jemanden und das funkt. Ne? Hier ist Anziehung vorhanden und teilst es deinem Umfeld mit. Potenziell einem Ex-Partner, einer Ex-Partnerin, wo halt noch Kontakt besteht aufgrund eben von gemeinsamen Kindern. Und das könnte ein bisschen für Sorgen. Ja, dass du Angst davor hast oder Kummer empfindest. Was könnte die andere Seite sagen? Ja, letztendlich, Pushy Bear, letztendlich kann es dir aber egal sein. Es geht ja um dein eigenes Glück. Ja, deswegen gucken wir jetzt mal auf den Brief. Verträge, Offenbarung, sortiere deine Gedanken. 4 der Schwerter. Siehst du jetzt gerade nicht, weil der Hintern von meinem Kater vor der Kamera ist. Maxi. Der Ritter der Kelche liegt hier auf dem Kopf. Konfliktvermeidung, ja. Unerwiderte Liebe, Herzensbrecher-Energie liegt hier drin. Warum? Warum liegt hier die Herzensbrecher-Energie drin? Betrug und Egozentrik. List. Hast du das Gefühl, hier jemanden zu betrügen, mit dem du schon lange nicht mehr zusammen bist? Herzilein? Warum hast du ein schlechtes Gewissen? Das ist nämlich die eine Option. Die andere Option ist, dass du Angst davor hast, dass dir hier jemand das Herz bricht. Hier ist Zeit für Erlösung mit dem Gericht. Es ist Zeit, ganz gleich, was hier vorgefallen ist. Entweder hast du hier ein schlechtes Gewissen, in gewisser Weise jemanden zu hintergehen, obwohl da nichts mehr ist, oder du wurdest mal hintergangen, beziehungsweise hast Angst davor, hintergangen zu werden. Hier ist das Ablösen von der Vergangenheit drin und hier darfst du einmal in dir Klarheit finden. Es ist Offenbarung hier mit dem Brief. Dir darf etwas bewusst werden und dafür darfst du natürlich deine Gedanken ordnen. Das ist so eine kleine Auszeit, die du dir gönnst. Ein Rückzug potenziell auch, ja, etwas wird aufgeschoben, um einfach hier ein paar Fakten zu klären. Wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig schlüssig hier wirklich, ob das eine oder das andere ist. Vielleicht sogar auch beides bei dem einen oder anderen. Irgendwie liegt hier noch so ein bisschen Falschheit hinter. Aber wenn das geklärt ist, geht es hier vorwärts. Wir haben mit den 8er Stäben neue Kommunikation, eine frische Herangehensweise liegen, auch eine schnelle Entscheidung. Ja, hier beschleunigt sich etwas. Und in gewisser Weise auch kommt hier auch die positive Lösung rein. Ne? Das ist Fortschritt nach Stillstand. Es ist ein bisschen undurchsichtig, alleine wegen dem Ritter der Kelche auf dem Kopf. Ne? Als wenn du versuchst, irgendwie einen Konflikt zu vermeiden und versuchst irgendwie zu tricksen, ja, damit es möglichst
soft bei der anderen Seite ankommt. Das war so meine erste ja, intuitive Eingabe, die ich deswegen reinbekommen hatte. Ne? Weil du möchtest hier auf die Pirsch gehen, du möchtest auf die Jagd gehen nach etwas, was dir wichtig ist. Hast aber das Gefühl, du musst hier mit, ja, mit Samtpfoten bei irgendwem ja, oder irgendwem etwas mitteilen. Ja. Hab deswegen kein schlechtes Gewissen. Ja. Wenn du glücklich bist, dann bist du glücklich. Ganz gleich, was hier irgendjemand aus der Vergangenheit, mit dem du mal was hattest, oder da mal eine Verbundenheit vorhanden war, davon hält. Das ist völlig irrelevant. Ja. Du heiratest diesen Menschen ja nicht gleich oder stellst ihn nicht gleich den Kindern vor, whatever. Ja, davon haben wir hier nichts in den Karten. Sondern ihr lernt euch ja gerade erst kennen. Ja, auch wenn du es direkt der Welt hinaus posaunen möchtest. Wenn du glücklich bist, dann ist das dein höchstes Ziel. Ja. Und der Kolibri fällt hier noch raus vom Orakel. Ein Symbol für Freude, Leichtigkeit und spirituelles Wachstum. Er steht auch für Bewegung, Beschleunigung und den Fluss des Lebens. Ein Kolibri erscheint oft als eine Erinnerung daran, dass wir in unserem Leben uns auf etwas Bestimmtes fokussieren sollten, das uns zur Größe, Erfüllung und einer höheren Ebene unseres Seins führt. Ja, Flussbett wieder feucht machen, ne? Weiter vorwärts kommen, emotional jetzt wachsen, rein in neue Gefühle. Ja, spannender Dezember tatsächlich. Bin gespannt, wie es ausgeht. Schau gerne Mitte des Monats nochmal rein. Da gibt es ein kleines Update. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sage ich jetzt erstmal hier Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Vielleicht auch fürs Folgen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Dankeschön für eure Likes, für eure Unterstützung. Und vielleicht bis ganz bald, ihr Lieben.